Ein herzliches Willkommen zurück zu Terranigma. Wir sind immer noch in der Kanalisation von Neo Tokyo. Wir haben den Kerkerschlüssel gefunden. Und ich habe ein bisschen gelevelt, wie ihr seht. Ich bin auf Level 38. Das sollte uns erstmal ein Stückchen voranbringen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch diesen blöden Mondstein hier kriegen. Und vor allem, ob ich dann auch den letzten Mondstein noch holen kann. Endlich. Hilfe! Ein Löwe jagt mich. Okay. Ein Löwe? In der Kanalisation? Ja, das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt. Schön, dass du gleich mir in die Waffe rennst. Oh Gott. So, muss ich den ausrüsten? Turmschlüssel, Kanalschlüssel. Ja. Ah! Okay. Ein Löwe, er frisst mich. Beruhige dich. Hast du als Einzige überlebt? Hilf mir! Los, schnell! Okay, das ist wirklich ein Löwe. Der ist ja wirklich ein Löwe. Ein Weihwasser. Okay. Teich. Ja. Ein Teich. Au, 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 au. Boah. Boah. Ey, die Viecher sind ja übel. Die sind ja übel. Ah, da ist eine Truhe. Nee, ich mache es den kalt. Weil wenn ich dann zur Truhe laufe, dann kriege ich wieder den seine komischen Flammen ab. Das habe ich nicht vor. Ja, es war so klar, dass der mich trifft. Es ist so klar. Ja. Oh. Die Naginata, das ist eine Waffe. Schauen wir mal, was die uns bringt. Also ihr habt natürlich gesehen, dass das eine Waffe ist, ne? Hätte ich jetzt nicht extra erwähnen müssen. Aber... nice. So, hier lag aber noch ein Kristall. Ja, genau, hier. Hier.
So, dann müsste ich jetzt hier auch alles haben. Eigentlich. Wow. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hui. Und die Shogun-Rüstung, die ist glaube ich auch nicht schlecht. So. Bitte verschöne mich. Das Leon. Schon gut. Komm weiter. Arg der Meisterkrieger ist dein Freund. Schnur. Sehr schön. Nanu, was ist los mit ihm? Natürlich, Arg. Fällt dir an den Löwen nichts auf? Sieh ihn dir doch mal genau an. Hallo, Rö. Das ist Liam. Ich half ihm bei seiner Prüfung. Ach, Liam, der ist aber schon groß. Lange her, aber ich weiß es noch. Das ist tatsächlich Liam. Okay. Leider verstehe ich die Tiere nicht mehr. Im Felsental war er so klein und süß. Ja, eben. Der Löwe hat sich beruhigt, als du kamst. Ich frage mich, warum. Der Löwe heißt Liam. Er ist ein Freund von mir. Ein Freund? Du Abfahrer. Möchte er vielleicht noch einen Freund? Erzähl mir, was geschehen ist. Die Leute lösten sich einfach in Luft auf. Meine Eltern verschwanden vor meinen Augen. Seitdem war ich ganz allein. Es war furchtbar. Doch dann sprach eine Stimme aus diesem Anhänger zu mir. Sie hat mich aufgemuntert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. Du warst sehr tapfer. Und du hast es geschafft. Ich fühle, dass du auch allein bist. Ich weiß es, nimm deshalb diesen Anhänger. Er wird dir Mut verleihen. Arg erhält den Mondstein. Sehr schön. Aus dem Empfänger tönt eine Stimme. Hallo, kann mich jemand hören? Ich bin Angehöriger des Liberita-Rettungsteams. Antwortet bitte. Gerettet. Wir hören. Wir sind in einem Kanalstück nahe des Lagerbereichs. Außer mir noch ein Mädchen und ein Löwe. Wir brauchen Hilfe. Alles klar. Haben euch geortet. Ja. Liam, ich muss weiter. Kannst du das Mädchen beschützen? Ah. Bald schon wird Hilfe kommen. Gut, ich glaube, ich kann mich mit Liam anfreunden. Achso, und ich darf jetzt... Darf jetzt zurücklatschen, oder was? Erfahrungspunkte nehme ich aber mit. Ernsthaft? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Au!
Sehr doof. Ah, geh weg. Oh. Man sollte vielleicht auch ja, auf seine Lebenspunkte schauen. Gut, ich werde das jetzt nochmal nachspielen und ja, wir sehen uns dann an selbiger Stelle. Bis dahin. So, da sind wir wieder. An ungefähr der gleichen Stelle, wo wir vorhin an dem Fluch gestorben sind. Ich hatte nicht gedacht, dass ich gleich sterbe, wenn die Zeit abläuft. Oh, ja, das war ein bisschen dumm von mir. Aber gut. Passiert. Passiert. So. Damit sind wir wieder zurück auf der Oberfläche von Neo Tokyo. Und sollten damit hier auch alles erledigt haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch den letzten Mondstein noch kriegen. Der ja hier irgendwo da sein soll. Hm. Immer noch niemand da, okay. Seltsam. Nun gut. Dann gucken wir halt mal nach Seeheim. Ob denn das Verteilen unserer Briefe schon was gebracht hat? Da vielleicht schon was im Gange ist. Und ob wir dann von Will dann endlich mal die Landebahnskizze erhalten. Brauchen wir ja auch noch für Goldküste. Ah, sieht gut aus. Ich hätte nie gedacht, dass wir eine neue Chance erhalten. Mir kommen die Freudentränen, wenn ich mir die Stadt anschaue. Ja, es ist schon Wahnsinn, ne? Was hier aus Seeheim doch geworden ist. Durch den Brand wurde Seeheim überall bekannt. Jeder kauft nun Waren aus Seeheim. Ja, cool. Nach dem Brand gab ich Seeheim keine Chance mehr. Doch nun weiß ich, dass Wille und Hoffnung Wunder bewirken können. Yep. Genau so ist es.
Der mit seinem Höllerü, ne? Wer bist du? Wer hat dir erlaubt, hier einzutreten? Ey, sag mal. Ich nicht gewesen wäre, hätten die jetzt gar kein Haus, wo man eintreten kann, ne? Welch eine Überraschung, wir bekommen hier selten Besuch. Es wollte zwar niemand wahrhaben, doch nun ist es eine Großstadt. Eine Übernachtung kostet 5 Taler, ne? Das ist ja mal billig. Das ist ja mal billig, so wo schlafe ich jetzt? Da nicht. Naja, da. Gut, okay. So, ich guck mal, ob ich jetzt ein Geschäft finde und dann gucken wir mal, ob wir Will irgendwo finden. Gut, das Geschäft hat sich dann schon mal erledigt. Einmal. Das war's. Okay. Der Aura-Panzer, okay. Ja, ganz gut aus. Lang lebe Seeheim, die ewige Stadt. Ja, ja. Orbon ist okay, aber dieser Wein aus Leure ist momentan in. Ja, kannst du mal sehen. Okay. Das war falsch. Erinnerst du dich? Ich bin Jürgen, der geniale Koch. Inzwischen gibt es überall Jürgen-Restaurants. Los, schau es dir an. Okay. Willkommen, alles kostet 10 Taler, nur mein Lächeln ist umsonst. Hier die Karte. Burger, Cola, Lächeln, Pommes. Nein. Ja. Wollte einen Burger, keine Pommes. Tut mir leid, dass es ein wenig gedauert hat. Okay. Unser eigener kleiner McDonald's. Wir sorgen dafür, dass ich so eine Katastrophe nie wiederholen kann. Wir bauten eine Brandwache und gründeten eine Bürgerwehr. Okay. Nice. So können wir jedes Feuer sofort im Keim ersticken. Mit 2 Mann. Okay. So, wo ist denn jetzt Will? Das ist er nicht. Früher hat mir Seeheim gefallen. Ich schuftete hart und die Natur belohnte mich dafür. Doch hier
spüre ich den Odem der Natur nicht mehr. Ja, es ist halt eine Großstadt, ne? Die alten Leute. Das war die Oma, okay. Es war die Oma. So ist das ja will. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Das ist auch nicht. Gemütlich, ja, das ist schön. Okay. Ah, ja, guck an. Haus ist ein bisschen, ja. Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann gib dort diese Landebahnskizze ab. Sie können selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden. Müsst ihr mir diesen gefallen? Ja. Okay. So, damit müssen wir jetzt nach Goldküste, denn wir erinnern uns ja. Dass ja, dort jetzt Lebensmittel per Flugzeug verschickt werden sollen, weil es per Schiff halt zu lang dauert. Und deshalb auf nach Goldküste. Ja, und dann sind wir eigentlich so weit durch, dass wir uns zum Finale begeben könnten. Wenn ich denn wüsste, wie ich an den letzten Mondstein komme, der ja irgendwie noch nicht getriggert worden ist, ne? So, Goldküste. Nee. Genau. Ja, mit den Filets war es, glaube ich. Die Landebahnskizze, genau. Als ich dir das Filet gab, fiel mir etwas auf. Das Fleisch ist zwar gut, doch ich muss es per Schiff verschicken. Bis es ankommt, wird es schlecht. Was soll ich nur tun? Ja, was soll ich jetzt mit der Landebahnskizze? Muss ich die... Muss ich die im Touristenbüro irgendwo abgeben? Hm.
Weiß nicht, weiß nicht. Gab's hier überhaupt eins? Ah, ja. Ja, das hatten wir ja schon. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die abgeben soll. Ah, da. Was hast du da? Was? Kann man damit Landeplätze für eine Flugmaschine bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Ja. Gut. Großartig. Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Gut, hervorragend. So. Damit sollte die Städteentwicklung dann auch komplett durch sein. Wie gesagt, ich schaue mal nach, wie ich den letzten Mondstein dann noch bekomme. Das machen wir am nächsten Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und bis dahin, tschüss.